Hallo zu einem neuen Weekly-Vlog aus Hamburg. Ich gehe nämlich jetzt König der Löwen gucken. Zum ersten Mal. Ich habe tatsächlich diese Show noch nie gesehen und das muss ich jetzt dringend von meiner Musical-Liste mal abhaken. Wir waren gerade im Dungeon und es war so cool. Es hat so Spaß gemacht. Also Tickets selbst gekauft und so. Aber es war total cool, A, was über die Geschichte von Hamburg zu lernen. B, sehr cooles Scare-Acting. Und es gab auch noch ein paar Fahrgeschäfte. Ich muss euch das unbedingt mal in Ruhe erzählen, aber mega. Ich wollte euch mal eben zeigen, was ich beim Critical Role Merch Store gekauft habe. Einmal diesen süßen Patty. Ich liebe ihn, ich finde ihn toll. Der hat so ein Drahtschwänzchen, wo man drin rumspielen kann. Dann die Chibis von Lordner und von Opel. Mein Babes. Ich habe mir noch einen Pulli gekauft, der ist aber jetzt in der Wäsche. Und diese schicken Dresdner-Würfel, die fand ich einfach so toll. Die sind so cute, die sind halt so knaschpink mit Glitzer. Und der Critical 20 Hit ist ein Cupcake. Hallihallo, ihr Lieben, an einem Sonntag. Pate und ich, wir machen uns das jetzt gleich cozy. Ich wollte euch aber noch ein Buch zeigen, das mir zugeschickt wurde. Nämlich Unsichtbar. Da kam noch so ein schöner Brief mit dazu von der Überraschungspost. Und ja, ich dachte, wir machen das einfach mal zusammen auf, damit ihr das Buch auch seht. Das ist nämlich bei Fischer erschienen. Und ich finde es so cool. Also, wow, es geht so ein bisschen um dieses Gefühl, ja, dass man unsichtbar ist für andere. Und es geht halt darum, dass man hinschauen muss, dass man handeln muss. Finde ich eine sehr wichtige Botschaft. Ich wollte euch ja außerdem noch erzählen, wie es im Dungeon war. Nicht wundern, ich habe eine Lippenentzündung, deswegen habe ich da Salbe drauf. Ja, man darf auch mal meine unschönen Seiten sehen hier auf YouTube und Co.
Der Hamburger Dungeon war richtig cool. Also, ich bin eh so ein Fan von Horrorattraktionen und wollte da unbedingt immer mal rein. Da wird halt die Geschichte von Hamburg erzählt und das wird in verschiedenen Räumen mit verschiedenen DarstellerInnen begleitet, die einem was dann darüber erzählen. Die Räume sind alle so ein bisschen horrormäßig eingerichtet. Es gibt zum Beispiel eine Folterkammer, einen Raum, in der eine Art Geisterbeschwörung stattfindet. Man ist auch mal so draußen, also man ist natürlich trotzdem drin, aber es ist simuliert, dass es halt draußen ist mit Feuer und so. Es gibt eine kleine Wasserbahn, auf der man fährt. Es gibt am Ende noch einen Freefall Tower. Also mega mäßig gut. Ich fand den Preis okay. Es ging relativ lange, ich glaube 1,5 Stunden oder so. Ich dachte mir die ganze Zeit nur, oh mein Gott, ich möchte unbedingt noch mehr erfahren und mehr wissen. Es ist auf jeden Fall aber auch nur was für Leute, die, naja, trauen sich auch mit den Darstellenden so ein bisschen zu spielen, weil in jedem Raum wird immer jemand rausgezogen und da muss man dann manchmal ein bisschen mitmachen. Also ich fand es super. Ich musste zum Beispiel einmal die Glocke läuten, als wir auf so einem Schiff waren. Dann war ich die lauteste bei der Hamburger Sülze. Für all die drin waren, wissen wahrscheinlich Bescheid. Und meine Freundin Caro, die auch mitgekommen ist, musste einmal alle Leute zählen. Also sehr geil. Ich spreche eine absolute Empfehlung aus, wenn ihr Horror mögt, wenn ihr immersive Sachen mögt. Das ist genau meins gewesen. Und ich will jetzt unbedingt alle anderen Dungeons auch noch ausprobieren. Denn London habe ich ja mal vor 15 Jahren oder so gemacht. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch eine schöne Woche. Startet gut. Ich bin nächste Woche am Wochenende nochmal in London. Das habe ich schon vor einigen Monaten gebucht. Und gucken wir nochmal Bed oder Fell an. In dem Sinne.